Das Stück ist eines der größten, was wir am Brumacker in diesem Projekt geborgen haben. Bei der Bergung hatte dieses Objekt ungefähr 600 Kilo. Das Brumacker-Projekt ist ein nationales Kooperationsprojekt zwischen drei Partnern in Thüringen und uns, dem Museum für Naturkunde in Berlin. In Thüringen haben wir die Uni Jena dabei, die Friedenstein-Stiftung in Gotha, wo die ganzen Fossilien auch hinkommen. Und die Brumacker-Fundstelle ist einfach einzigartig. In Deutschland, aber auch global. Sie befindet sich in einem UNESCO-Geopark und hat somit eine enorm hohe Bedeutung. Und wir haben die Verantwortung, dort weiter zu forschen, damit wir über diese frühe Evolution der Landwirbeltiere und auch über den Ursprung unserer Ökosysteme so viel wie möglich erfahren. Hast du dich schon mal gefragt, woher wir kommen und wohin das Leben sich entwickelt? Das Museum für Naturkunde Berlin hat die Antworten. Wir erfinden uns neu und gehen mit dir in die Zukunft. Werde Teil unserer Museumsevolution. Ich bin Wirbeltierpaläontologe und ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ja, das ist natürlich ein absolutes Privileg und es ist unfassbar abwechslungsreich. Das sind die Funde vom Brumacker von unserer Grabung 2024. Meine Arbeit umfasst das Präparieren, also Vorbereiten. Das heißt, ich bereite die Funde auf, damit sie erforscht werden können. Die Brumacker Fundstelle ist etwa 290 Millionen Jahre alt. Das ist im unteren Perm, im späten Paläozoikum, das ist das Erdaltertum. Es ist wirklich eine unfassbar spannende Zeit hier, weil wir genau diesen Übergang vom Wasser ans Land haben. Wenn die Amphibien, wir würden sagen, voll terrestrisch werden, also das Land erobern. Wir haben hier an der Brumacker Fundstelle den Ursprung moderner Ökosysteme in verschiedenen Facetten. Die Gesteine kommen aus dem Brumacker hier an, haben alle so ein Label. Da steht dann drauf der Sektor und die Fundnummer und dadurch können wir nachvollziehen, wo kommt der Fund her, wer hat den gefunden. Und dann wird der Fund erstmal wieder zusammengesetzt teilweise. Oft ist es ja in mehreren Teilen, weil wir im Brumacker Schicht für Schicht uns durchgraben und dann wird auf die Platten draufgehauen. Und meistens sieht man dann erst, dass da ein Knochen drin ist, wenn das Ganze geöffnet ist. Also so wie hier auch, das sind zwei Teilen. Manchmal sind es aber auch mehr Teile. Und dann ist meine Aufgabe, die einzelnen Stücke wieder zusammenzusetzen und die Knochen aus dem Gesteinsmaterial freizulegen. Und als erstes schaue ich mir das Ganze einfach mal an. Hier ist es jetzt relativ eindeutig, zwei Teile, die passen gut zusammen. Das scheint mir ein Zahn zu sein von einem Ursaurier. Das erkennt man so ein bisschen an der Struktur und an der Farbe. Und ich werde den jetzt rausarbeiten. Meine Hauptwerkzeuge sind hier diese Stiche oder Druckluftmeißel. Vorne ist eine Spitze aus gehärtetem Stahl und die schlägt dann an ungefähr 30.000 Mal in der Minute. Und dadurch kann ich dann wie mit so einem kleinen Presslufthammer das Gestein abschlagen vom Knochen. Dann habe ich halt hier noch für feinere Sachen, wo ich jetzt unbedingt nicht hier so Vibrationen haben will, mache ich das dann mit der Hand. Habe ich hier so Handnadeln in verschiedenen Stärken, die kann ich auch gut anschleifen und so. Und dann habe ich halt verschiedene, so ja, wie so eine Zahnbürste, um den Staub runterzubekommen, Pinselchen, kleine Messerchen zum Schaben manchmal auch. Das Gestein ist versteinerter Schlamm. Wir gehen davon aus, dass am Brumacker ein Fluss lang ging und dieser Fluss ging immer wieder über die Ufer und hat dann eben alles zugedeckt mit Schlamm und dann auch die Knochen zugedeckt und das ist dann versteinert. Das Präparieren funktioniert eigentlich nur, weil zwischen den Knochen oder Zähnen und dem eigentlichen Gestein ist eine sogenannte Trennfuge. Die Knochen sind ja versteinert, das heißt, sie bestehen auch aus Stein, genauso wie das umgebende Gestein. Aber dadurch, dass bei der Einbettung, also als der Schlamm das zugedeckt hat, die Chemie anders war, da wo der Knochen lag und da wo das nur Schlamm war, entsteht diese Trennfuge und die kann ich nutzen, um das Gestein zu entfernen. Also ich berühre mit meinem Werkzeug eigentlich nie den Knochen selber, sondern ich schlage das vorher ab. Das Stück ist eines der größten, was wir am Brumacker in diesem Projekt geborgen haben. Und um das zu bergen, haben wir eine Blockbergung gemacht.
Und da sieht man jetzt hier noch den Rest davon. Also das alles ist eine Gipsschalung, die wir um einen großen Block im Bromacker drum gebaut haben. Und bei der Bergung hatte dieses Objekt ungefähr 600 Kilo. Oh, really easy. Man muss sich das so vorstellen, das kam hier an und war komplett von Gips eingepackt. Wir sehen hier Knochen von einem Diadektiden. Wir kennen drei Diadektide vom Bromacker und das sind frühe Pflanzenfresser gewesen. Die waren ungefähr 1,20 Meter lang und relativ plump. So in etwa kann man sich das dann vorstellen. Das ist jetzt eine ganz einfache Zeichnung. Und man sieht hier zum Beispiel, das ist hier der Oberarm. Den haben wir jetzt hier zum Beispiel auch. Also der ist auch ungefähr 290 bis 300 Millionen Jahre alt. Und den haben wir 2022 gefunden und geborgen. Und dann habe ich ungefähr 1,5 Jahre lang dran präpariert, bis das Stück fertig war. Man kann hier ganz gut diese ganzen Spuren sehen. Das ist alles von meinem Werkzeug, von diesen Sticheln. Bei der Bergung haben nur an ein paar Stellen überhaupt Knochen so rausgeblitzt. Und dann musste ich das alles abtragen, um diese ganzen Knochen hier zu finden und freizulegen. Hier lag ein Fuß und das ist der vollständigste Fuß, den wir bisher am Bromacker gefunden haben von diesem Tier. Und den habe ich dann aus diesem Stück rausgenommen. Und der ist jetzt gerade am Naturkundemuseum in Berlin, um CT gescannt zu werden. So, wir haben hier einmal das Stück aus Gotha. Das ist der Diadektide, der in der Grabkammer war, wo das große Stück war, was dort präpariert worden ist. Und da ist jetzt einfach nur der rechte Fuß. Das kommt jetzt ganz vorsichtig hier in diese Röhre, damit wir das dann auch in den CT-Scanner stellen können. Wenn man so normal ein Röntgengerät hat, dann ist das ja in 2D einfach nur. Die Strahlen gehen von der Quelle auf den Detektor durch. Und hier haben wir das, dass wir in der Mitte die Probe hinstellen können und das sich rotiert. Und dann werden die verschiedenen Aufnahmen gemacht, die dann am Ende der Computer dann zusammenberechnet und wir dann quasi eine Röntgenaufnahme in 3D haben. Jetzt fängt das an, die Aufnahmen zu machen. Das rotiert langsam und in jedem Rotationswinkel wird quasi ein Röntgenbild gemacht und am Ende hat man dann die ganzen Bilder, die vom Computer berechnet werden und dann wird das uns als 3D-Bild dann ausgespuckt. Ja, ist ein schöner Scan geworden. Genau, der nächste Schritt ist jetzt, dass wir das segmentieren, ne? Sodass wir die einzelnen Knochen isoliert voneinander betrachten können und dann eben auch gegeneinander bewegen. Und können dann was über die Beweglichkeit dieses Fußes aussagen und wie das Tier möglicherweise gelaufen ist und wie wir das mit Fußspuren abgleichen können, die wir ja von der gleichen Fundstelle auch haben. Die Bromacker Fundstelle ist ja bekannt dafür, dass sie Fußspuren hat und Skelette. Und das ist einfach einzigartig, dass wir die Möglichkeit haben, das abzugleichen. Man sieht jetzt hier Kratzspuren von einem Tier. Man kann jetzt hier auch die eigenen Finger ganz gut reinlegen, die Finger von dem Tier hier so gekratzt haben. Und um zu verstehen, warum und wie das Tier gekratzt hat, muss man eben nachvollziehen können, wie diese Spuren auch zusammenhängen. Es reicht dann nicht nur ein Kratzer, man will wissen, welches Muster wurde hier gekratzt oder gegraben. Und dafür brauchen wir eben die ganze Oberfläche. Und da ist ein Abguss von der Oberfläche. Das haben wir letztes Jahr in der Grabung gemacht, weil wir sehr große Flächen haben mit Spurenfossilien. Und da ist es teilweise sehr schwierig, die zu bergen. Und das ist dann halt auch sehr viel Material. Und um uns das ein bisschen zu erleichtern, haben wir mit Silikon einen Teil der Oberfläche abgeformt. Da kommt dann noch Gips dahinter, damit das schön die Form behält. Und dann habe ich das Ganze mit Kunstharz und Glasfaser abgegossen. Und jetzt haben wir hier eben eine Replik von der Oberfläche, wie sie im Steinbruch ausgesehen hat. Also da kann man jetzt vielleicht ein bisschen nachvollziehen, wieso wir das nicht unbedingt alles als Stein mitnehmen wollen, die Oberfläche. Und hier kann man jetzt eben so ein komplexes System an Kratzspuren, Grabspuren dann nachvollziehen. Da können wir jetzt über ein einziges Tier sprechen. Wie hat sich das bewegt? Das nennen wir Out-Ökologie. Da geht es dann um dieses eine Tier. Aber genauso
ist unser Ziel eben auch das gesamte Ökosystem zu rekonstruieren. Wie viele Tiere dort waren, wie jetzt die Nahrungspyramide oder Struktur war, wer hat wen gefressen und derartige Sachen. Naja, und jedes Fossil ist im Prinzip ein Puzzlestück, was zum Gesamtbild beiträgt. Genau, wir können ja hier auch in 3D nochmal gucken. Und da oben sieht man das ja dann auch. Der nächste Schritt ist, dass wir den CT-Scan nehmen und in dem Programm dann segmentieren, nennt sich das. Das ist quasi Präparation digital. Da malen wir Schicht für Schicht die Knochen an, dass wir am Ende uns nur die Knochen anzeigen lassen können und den Rest ausblenden. Ja, dann haben wir am Ende das 3D-Modell von dem Knochen und können damit weiter forschen. Ziele des Projektes sind im Prinzip sehr vielfältig, weil wir einerseits natürlich naturwissenschaftliche Fragestellungen haben, die wir verfolgen, aber auf der anderen Seite auch Wissenschaftskommunikation betreiben wollen. Und zwar so, dass wir innovative Formate entwickeln und nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Forschungsprozesse an die Öffentlichkeit bringen. Wir haben jetzt dieses 5-Jahres-Projekt gehabt. Wir sind jetzt quasi auf der Zielgeraden. Und deswegen hoffen wir natürlich, dass die Forschung und die Ausgrabungen und auch die ganze Wissenschaftskommunikation dort vor Ort weitergeht, um auch noch mehr Touristen und interessierte Laien oder auch andere Forscher dahin zu bringen und mit uns zu interagieren. Eigentlich gibt es fast jedes Jahr irgendeine Überraschung, aber der Knaller war eigentlich, dass wir in unserem ersten Grabungsjahr in 2020 am ersten Grabungstag ein Fossil gefunden haben, was vorher noch nie gefunden wurde. Ja, und das war gar kein Skelett, sondern ein Grabgang, ein kleiner, mit Kratzspuren. Und das war in einem Sandstein, wo wir gesagt haben, den wir einfach nur wegschieben wollten, der uns im Weg war. Und dann rief einer unserer Mitarbeiter, stopp, stopp! Haltet an, ja, und dann haben wir natürlich nichts mehr gemacht und dann hat er uns den Grabgang gezeigt. Und das war Sensation. Wir waren im Prinzip fertig für das Jahr und hätten wieder nach Hause gehen können. Und so, das zeigt im Prinzip, dass wir noch nicht wissen, wo das Limit ist. Ja, es kann im Prinzip ständig weitergehen und birgt sicherlich noch viele, viele Überraschungen.